kleine Skigebiete näher vor. Gästeunterkünfte in Reiding, entworfen von japanischen Star-Architekten. Von diesem Projekt, das der in Japan lebende Kulturjournalist Roland Hagenberg initiiert hat, haben wir bereits öfter berichtet. Jetzt will Hagenberg den Reidingern auch fernöstliche Lebensarten näher bringen, wie beispielsweise gestern bei einem Auftritt im Liszt-Konzerthaus. Fernöstliches Flair, verbreitet von Musikerinnen, die extra für dieses Konzert aus Tokio angereist sind. Dass sie sich auch in der westlichen Lebensart zu Hause fühlen, beweisen sie mit europäischer Klassik. So schafft man Verbindungen zwischen zwei doch sehr unterschiedlichen Welten. Also durch das Erdbeben und die Katastrophe ist natürlich schon das Augenmerk auf Japan gerichtet worden. Ich glaube, die japanische Lebensweise ist auch sehr kompliziert in einer Form, dass alles geregelt ablaufen muss. Also es muss alles seine Ordnung haben und ich glaube, das liegt nicht so unserer mehr freizügigeren, lockeren europäischen Art. Sorgfalt, Konzentration und Ästhetik spiegeln sich auch in der japanischen Schrift. In der Konzertpause bekommen die Besucherinnen und Besucher ihre Vornamen in kunstvollen Zeichen geschrieben. Auch das Anziehen eines Kimonos wird demonstriert. Das traditionelle Gewand aus kostbarer Seide wiegt bis zu 10 Kilogramm und kann leicht mehrere tausend Euro kosten. Besonders kompliziert ist das Anlegen des vielfach gewickelten und gefalteten Gürtels, der Obi heißt. Man fühlt sich ein bisschen wie so ein Sumo-Ringer, leicht ausgestopft, da wirklich extrem viele Schichten auf einem drauf sein. Aber alltagstauglich ist es auf keinen Fall. Es ist ein kostbares Stück und ich glaube, es ist eine Seltenheit, das zu tragen und auch eine Ehre. Nicht nur die blonde Geisha spiegelt die Verbundenheit zwischen Japan und Reiding. Sie zeigt sich seit dem Vorjahr auch im Ortsbild. Das Storchenhaus des japanischen Star-Architekten Fujimori ist das erste von insgesamt 10 Gästehäuschen, die in der Liszt-Gemeinde entstehen sollen. Zum Festival im März sollen hier wieder Gäste einziehen und fernöstliche Lebensart im Mittelburgenland erleben.